Willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Matze quatscht dazwischen in Fallout 76. Das lasse ich jetzt so drinnen, Matze, damit die Leute mal sehen, wie du mir immer dazwischen quatscht. Schlimm, wa? Na klar. So, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt die nächste Reihe des Spielbrettes erreicht. Das heißt, wir gehen einmal kurz durch. Und zwar nämlich von 11 bis 20. Angefangen mit 500 Kronkorken. Jawohl. Dann haben wir Geburtstagsfeierbanner. Und für die Förstler ein Skillkartenpaket. Dann haben wir Metallrüstungslackierung Winteratlas. Und für die Förstler nochmal 100 legendäre Scheine. Dann haben wir Grafton Poster vom Grafton Monster. Dann kommen 3 neue Würfe plus 5% Score Boost. Dann haben wir 5 Briefmarken. Dann haben wir den wunderschönen Adlerwaffenständer. Für die Förster dann nochmal ein legendäres, also 5 legendäre Module. Dann haben wir die Baggerlackierung für Le President. Dann kriegen wir nochmal 3 Pfadfinder-Pionierbanner dazu. Plus Munitionslagerkiste, Enklave-Version. Und zu guter Letzt 150 Atome. So, dann wollen wir jetzt natürlich auch nochmal ganz kurz reingehen hier und uns den Rest so ein bisschen angucken. So, denn ich habe ja hier schon mal was vorbereitet. Und dann kann man sich jetzt das auch noch mal ein bisschen bildlicher vorstellen mit der wunderschönen Rüstung hier. Also ich finde den Skin ganz okay, auch wenn ich die Metallrüstung hässlich finde. Ist halt nicht so mein Fall, aber so der Skin da drauf passt eigentlich ganz gut. Finde ich cool. So, dann haben wir hier einmal das Grafton Monster Plakat, wollte ich gerade sagen. Poster. Ja. ist halt das Grafton Monster. Also so ist es nicht. Dann haben wir hier einmal Munitionslagerkiste. Ja, ist halt für die Förstler, um Munition zu lagern. Ich finde die eigentlich ganz hübsch. In Schwarz geht die auch ganz gut klar. Dürfte eigentlich auch überall reinkommen. Und diesmal auch schön mit dem Enklave-Symbol. Wunderbar. So, denn da über einmal Happy Birthday. Juhu, wir haben Geburtstag. Eigentlich noch nicht, aber irgendwann schon. Dementsprechend können wir jetzt auch im Camp Happy Birthday Banner aufhängen. Jawohl. Dann kommen wir eigentlich zu dem nächsten. Was? Wunderbar schöne Beine. Ja, meine auch. Oh. Dann kommen wir zum nächsten, was ich sogar mega genial finde. Und zwar den Adler-Trophäen-Waffenständer. Und im Gegensatz zu den anderen Waffenständern, die es bisher gab, kann dieser sogar alle Waffen tragen. Und die meisten Waffen buggen auch nicht rum da drauf. Das ist schon mal ein mega Vorteil. Wenn man mal bedenkt, es gibt ja von den Anzeigen her, einmal kurz durchskippen hier, gibt es ja verschiedene Waffenständer, wie zum Beispiel die magnetischen und ähnliches, die dann halt, die Waffen gerne mal fressen oder halt auch die ganz normalen aus Pappe, die dann halt mal funktionieren, mal nicht funktionieren oder halt auch die für schwere Waffen, die eigentlich bis jetzt immer funktioniert haben. Da habe ich keine Dings drauf. Jetzt hat man quasi nochmal die Möglichkeit, quasi mit Adler seine Waffen auszustellen. Also, ne, ich finde das ganz cool. Gefällt mir. Dann haben wir noch einmal die Baggerlackierung. Naja, Bagger ist jetzt nicht so mein Fall in dem Sinne vom Design her. Aber die Lackierung ist okay. Wie gesagt, finde ich in Ordnung. Würde ich aber trotzdem noch nicht rumlaufen. Ich würde sie trotzdem immer irgendwie anders aussehen lassen. Gut. Nee, also ich finde die blauen Streifen oben, die passen nicht. Ich finde die sind noch sehr, sehr akzentmäßig. Also ich finde die noch akzentmäßig okay. Wir hatten schon deutlich schlimmere von der Farbe her, wo du dann auch Streifen über die ganze Rüstung hattest, die dann überhaupt farblich nicht reingepasst haben. Ich finde das so mit bisschen American Style, ja, es geht. Es ist wirklich sehr schlicht gehalten. Na, also, wir hatten schon wirklich Schlimmeres mit Amerika und wo das dann über die halbe Powerrüstung drüber geklebt ist. Brauchen wir nicht weiter drüber nachdenken. Genau. So, dann würde ich jetzt gerne einmal kurz in die Daily Ops hopsen. Ich habe dich jetzt gar nicht gefragt, ob du mit hopsen willst. Erstmal räuspern. Okay. Ich pack ja schon aus. Musst du nicht, sonst mache ich das jetzt solo. Also, wir haben Explosiv und Flink.
Das heißt, also, sie sind ganz schnell und machen Puff. Ganz schnell und machen Puff. Mhm. Naja, mal probieren wir mal. Also ich werde mir auch mal ein bisschen blutbefleckt runternehmen, damit ich das Puff überlebe. Achso, und Aliens. Alien. Mhm. Könnte sein, dass ich Dings bekommen war. Ich bin aktuell das einzige Mitglied. Das macht es anfeuern reinmachen? Anfeuern? Wieso? Flamme. Kannst du gerne machen. Ich werde diese Operation besser leiten. Leider haben die Datenabfänger auch das Interesse der Außerirdischen geweckt. Ihr werdet euch durch die Invasoren hindurchkämpfen müssen. Erstmal den wieder hinterherlatschen, das ist jetzt eher das Ding hier. Graham Mining ist ja nicht gerade klein. Na, siehst du, der hätte mich schon weggeraucht. Der hätte, hätte. Ja, wieso? Wieso hast du eine Fahrradkette? Na, Fahrradkette habe ich auch. Oh. Autsch! Genau deswegen habe ich mir nur Half-Life gemacht. Weil die Explosionen sind halt extrem strong. Nee, der kam direkt auf mich zu. Das ist das Problem gewesen. Ja, die kommen ja auch auf dich zu, die sind flink. Die sind ja flink. Guten Tag. Du läufst ja schon wieder an allen vorbei hier. Hier unten doch egal. Ich bin der Stampfer. Also, du bist der Stampfer. Ja, dann stampf mal. Die kommen nicht schnell genug. Mehr stampfen. Kommt nichts. Ich merk schon. Ich bin noch nicht groß genug. In der Nähe befinden sich Gegner mit einem Abschaltcode für den Abfänger. Ich habe das Zielgebiet so weit wie möglich eingeschränkt. Tut, was nötig ist. Oh, hab ich auch einmal gekriegt. So. So, dann jetzt hier schnell anschleichen, ohne dass die anderen das mitkriegen. Erschießen! Ich hab einen versucht zu erschießen. Ich hab einen auch mitgenommen. Naja. Nee, ist das kein Witz? Ich nehme gleich erstmal eine andere Waffe. Ich hab's. Reicht mir. Alt, hier geblieben, Alien! Ah, nicht ganz erwischt. Die sind zu schnell um die Ecke. Achtung, hinter dir. Noch sehen die mich nicht. Nein, der letzte Schuss hat gefehlt hier. So. Ach Gottchen. So, einen brauchen wir noch. Ein Codeträger nähert sich. Das ist eure Gelegenheit, und den Code zu sichern. Bei der Baggerrüstung. Um Gottes Willen, solche viele. Und natürlich watze ich das an, was ich nicht angewatzt haben will. Geh doch mal. Jetzt hast du aber keinen mitgenommen. War am Nachladen und... Autsch. Das war jetzt... Fail. Glaubst du es denn? Nee, die sind schon ein bisschen härter. Ja, dass sie weich sind, das wär mir ein bisschen neu. Muss ich zum nächsten Abfänger wieder runterlaufen? Blub, 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 blub. Sind halt auch immer so flink hier. Ah, hast du schon. Ich darf auch mal Knöpfchen drücken. Ja, dann drück doch mal. Ein Abfänger ist noch im Betrieb. Sekunde. Ich lokalisiere einen anderen Code-Träger. Ups. Nee. Du geh mal weg hier. Weg. Aua! Jetzt hat er mich von hinten gekaut. Matze, ich würde Half-Life gehen, wenn du eine Power-Rüstung hier durchstapst. Das ist, glaub mir, das wäre besser als Blutbefleckter. Ich mein's nicht böse. Ich weiß, du liebst deinen Schaden, aber das wirst du nicht überleben. Ist mir egal. Da fanden wir's da. Ich halt auch maximal nur 2 Treffer aus, dann war's das. Ja und?
irgendwie nur einen aushalten. Oder keinen aushalten. Komm, nochmal nachladen hier. Hat er mich noch erwischt mit der Explosion? Nase. Aber irgendwie kommt mir das gerade ein bisschen mehr vor, als es eigentlich ist, wa? Nee, ist wirklich so. Gut, dann machen wir es anders. Jetzt habe ich keinen Bock mehr zu sterben. Bull Life ist das neue Blut befleckt. Ey, sag mal, wir hätten nämlich jetzt bitte schon noch erreicht. Mit der Granate. Ich hätte den vorher eigentlich vorher erwischt. Ich hätte normalerweise jetzt nicht erwischt, mich nicht erwischen können. Aber ist auch egal. Der Fun ist da. Und außerdem, ja. Lass mich durch hier. Also, genau, nicht ohne Strategie, Matze. Nee, ich hatte eine Strategie, bloß das Problem war, ich hatte leider vergessen, dass ich so wenig Dingens habe. So wenig Dingens? Ja, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Jetzt wollen wir aber nach hinten jetzt hier. Was ist einer gerade hingelaufen, deswegen besucht dich gerade. Ja, wir brauchen eigentlich schon Boss, ne? Ah, hat er mich noch erwischt. Ja, jetzt falle ich noch dritter durch. Krieg ich dich noch? Nee, ja, ich bin tot. Geh den Boss machen. Der rennt jetzt wieder weg. Ah, oh, das ist doch nicht wahr. Ach mal. Jetzt schnell wieder hinterher, weil wir haben ja keine Zeit und so. Und ich habe keine Puste mehr. Ey, rennt er jetzt wieder den Gang runter und ich laufe ihn hinterher oder was? Och Gott, das ist nicht dein Ernst. Jetzt gehe ich andersrum. Ey, der spielt Ringerei mit uns, das glaube ich ja wohl nicht. Ja, jetzt habe ich keine AP mehr, weil ich die ganze Zeit hinterher gelaufen bin. Jetzt häng ich hier fest. Hast du? Nee, ich weiß gerade, wo gerade nicht wieder ist. Ab schon. Was schon? Ach, der ist hier oben! Oh, feier Matze! Blödes Ding, du! Blödes Ding! Mit Schleichen hinter Flink her ist jedes Mal zum Kotzen. Wenn du da nicht anfängst zu rennen, dann bist du nachher aufgeschmissen. Das glaube ich dir sogar. Also, nee, der wollte jetzt, ist jetzt einmal mit uns außen rum gelaufen. Naja, deswegen habe ich mir gedacht, nee, jetzt geht's andersrum. Nein, ich habe die Floaterröhre gekriegt, ich glaube es nicht. Ah, ich habe die Floaterröhre. Okay, alle Ärger weg. Ich habe die Floaterröhre. Mir gewurscht. Ich habe die Floaterröhre. Weißt du was? Ich habe das mir schon fast gedacht, heute ist dein Tag. Naja, sie haben ja ein bisschen rumgewerkelt an den Ganzen, das heißt, man kriegt ja jetzt etwas besser die Baupläne zusammen oder soll auch ein bisschen besser die Baupläne kriegen und das kann ich auch bestätigen, weil, wie gesagt, wie oft habe ich gesagt, ich möchte diese blöden Floater haben und jetzt habe ich sie, mein Camp ist vollständig. Ja, ganz ehrlich, die stelle ich noch auf. Das ist mir egal, wir sind jetzt nicht in der Baufolge oder so, aber die werden jetzt aufgestellt. Das sind die, die noch gefehlt haben. Oh, ich wollte sie die ganze Zeit haben und jedes Mal kamen die nicht und kamen die nicht und, doch, du, wenn du immer irgendwas haben willst. Wie hast du immer gesagt? Irgendwann bist du mein. Ja, irgendwann. Und was krieg ich Schönes? Wow.
So, jetzt fehlt nur noch eine einzige Röhre. Aber die kommt ja noch erst. So. Oh, ich hab meine Floaties! Ich hab meine Floaties! Ah! Ich hab mein ganzes Sammelsurium bald komplett! Jawoll! Okay, jetzt kann ich auch zum Herz des Sumpfes. Ich hab meine Floaties, ich hab meine Floaties. Das Schlimmste ist, auf meinem Privatchar habe ich jetzt auch endlich die Alien Power Rüstung fertig. Auf zwei davon. Also ich kann es nur bestätigen. Es läuft, es läuft. Ist nicht mal eine Ausnahme. So, aber ich muss jetzt erstmal gucken hier, dass ich mich wieder ein bisschen blutbefleckt mache. Haben wir denn noch Verdorbenes hier? Bisschen Brammenmilch. So, und ansonsten, na gut, den Rest, den krieg ich gleich so hin. Ja, schon mal anhitten. Nicht zu schnell, Matze, denk dran. Oh, ganz langsam. Pieks, 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 tot. Wir wollen das Herz ja nicht verärgern und so, ne? Nee, ich guck auch ganz doll in die Luft. Ey, gut, du kannst schon längst auf dem Herz ganz rumpolzen, wie du willst. Das ist wurscht. Du darfst nur die Mobs nicht so schnell machen. Gut. Mal nachladen nochmal, dafür können wir auch gleich wieder weitermachen können. Oh. Gut, nächsten. Ganz vorsichtig. Wir halten nicht gedrückt. Wir haben zwar höhere Feuerrate. Aber wir halten nicht warum, gedrückt. Aber warum hauen sie denn alle ab? Der Rückkehren, wo bist du denn? Komm her. War zu schnell. War Power? Zu schnell. Power? Gut, wird jetzt noch gehen. Das ist gerade richtig weird. Ich sehe dich da vor mir mit einem Flammenwerfer rumeiern. Aber hinter mir höre ich das Brennen. So, ich geh mal wieder mit meinen diesen Golf. Nee, ich ist echt nicht dran, also der Vierfach, dann macht richtig Aua. Wer denn? Da darfst du gleich dann die Königin beschießen. Direkt hinterm Herz. So, Herz kaputt. So, für dich brauche ich ein bisschen Schaden. Darf ich ja auch endlich mal gedrückt halten. Lass mich doch erstmal nachladen hier. Das hört sich so weird an, das von rechts ständig zu hören mit deinem Feuer. Glaube ich. So, nächste Munitionspackung. Und weg. So, ich habe mich einmal nachgeladen müssen. Ah, schon wieder T65. Oh, oh, oh. Des Killers sogar noch. Oh, oh, oh. Ist ja nicht besser. Wieso machst du Killer, Killer, Killer? Ja, das macht so Killer, Killer, Killer. Mm. Das macht so ein bisschen Killi, Killi, Killi. Mhm. Kiri, Kiri, Kiri. Nee, das ist was anderes. Also, okay. Das ist was anderes, sagt er.
Gut, Challenges habe ich soweit fertig. Können wir mal gucken hier. Was haben wir denn? Oh, eine Fliegenklatsche. Wir haben eine Schlingerhorde. Nehmen wir erstmal die Fliegenklatsche. Irgendwas muss immer klatschen. Was ist das? Nee, ich komm gerade nicht hinterherkommen. gut, ist jetzt nicht mehr viel von der Folge übrig. Die Spielbrettvorstellung frisst halt immer mit der Daily Ops zusammen. Wir haben einen weiteren dieser Untersuchungswert, die Bonsen Diese Dinger sind Wenn ich mich jetzt zurückhalte. Ach, dann macht ihr das. Okay. Da kann ich schon mal zur Schlinger. Passt auf euch auf. Viel Glück. Und versucht die Schlinger. Ey, du dumme Fliege, warum gehst du jetzt auf der Hand raus? So. Hast du gefangen gehabt? Dann einmal zu den Schlingis. Denn das heißt momentan EP, EP, EP und noch mehr EP. Gib uns EP. Achso, ich bin ja auch nicht blutbefleckt, deswegen, mir eben ein bisschen was weggenommen. Sprühe mich mal an hier. Gibt nicht so viel. So, ein bisschen Schlingerbräu. Autsch. Hier noch überladen, deswegen klappt das nicht so. Jetzt geht's immer weiter schlimmer hier. So, ich habe hier noch giftigen Schleim, so ist es nicht. Also, ja, ein bisschen vorbereitet hier. So. Vorbereitet? Mhm. Vorbereitet? Wie kommt denn das? Weiß ich nicht. Ab und zu bin ich das mal, habe ich gehört. Wir stürmen nicht gleich in das nächstbeste Endgegnerchen rein. Also. So, dann können wir nämlich hier auch nochmal einen Hirsch fressen, ein Hirn fressen und dann können wir weitermachen. Wir haben noch Momentzeit. Ja, natürlich. Echt bombig. Hat's geschmeckt. Echt bombig hat geschmeckt. Aber nur in Welsch. Nirgendwo anders. Ja, ja. Nur da schmeckt es. Nirgends anders. Nur da schmeckt es. Nirgends anders. Mitglieder. Wir haben eine Gruppe Schlinge entdeckt, die scheinbar mehr als nur einen unschönen Anblick darstellen. Melden Sie sich an der Bekämpfungsstelle und kümmern Sie sich um die dort eingesetzten Köder. Das wäre alles. Signal. Endeffekt. Zusätzliche Signalquellen aktivieren, um Bekämpfungsprotokolle einzuleiten. Dann pixen wir dich, dann pixen wir dich. Dich noch dazu. Mehr! Wir wollen mehr EP! Benutzereingriff erforderlich. Temperaturfehler inspekt. Bitte begeben Sie sich umgehend zur Aufbaukomponente. Der ist wo? Temperatur. Daneben, Grubi. Daneben? Oh, ja, wollte mich mit seiner Rakete schießen. Fehler. Nicht angefordert. Festgestellt, umgehende Reparatur angefordert. Bei dir da hinten ist das unten. Fehler. Temperaturanomalie. Setze Fernverbindung fort.
Komponentenumgehung festgestellt. Führerfunktion fort. So. Systemausrichtung abgeschlossen. Signalübertragung aktiv. Ziel erfasst. Sofortige Evakuierung erforderlich. Wiederhole. Begeben Sie sich umgehend in sichere Entfernung. Oh, da sind noch welche übrig. Du langsam, Matze. Ich bin auch gerade dran vorbeihuscht. Kannst du doch gar nicht machen. Kannst du nicht einfach dran vorbeihuschen? Doch, ich bin der Huscher. Ah ja, der Huscher, sagt er. Weil ich hab zwar meine Huschersprache nicht dabei, aber egal. Angegebene Feinde eliminiert. Verseuchung beseitigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. So, mal alle mitnehmen hier. Damit es richtig schön schwer wird. Naja. Merkt das schon. Ja, Grubenhauer Handschuhe, ne? Ohne Gewicht von Waffen reduziert. Autsch. Ja. Was hältst du jetzt eigentlich mit diesem Perk? Also das du hast das zwar da schon mal erzählt, aber irgendwie, ich kann da mir nicht so richtig was da vorstellen. Meinst du, welchen der beiden meinst du? Wir haben ja zwei neue Perks gekriegt. Den mit den Waffen. Gewicht von Gewehren, ja. Das ist doch cool. Also wie gesagt, das ist doch das Einzige, was jetzt noch gefehlt hat. Du konntest jede andere Waffe, sei es eine Schrotflinte, sei es eine Nahkampfwaffe, eine schwere Waffe. Du konntest sämtliche anderen Waffen konntest Gewichts reduzieren. Also sprich, du konntest das Gewicht von denen ein wenig negieren. Nur durch einen Skill. Dasselbe gilt auch für Rüstung, ne? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und jetzt hast du halt endlich auch Gewehre. Gewehre waren das Einzige, was halt immer sauschwer ist, was du nie reduzieren konntest. Also, wenn man jetzt mal nimmt, ich spiele jetzt gerade Kommando, mein Ausputzer wiegt jetzt ohne irgendwelche Gewichtsperks 9 Kilo. So, dann nehme ich jetzt mal die Impro, die wiegt 7 Kilo, ne? So, im Gegensatz jetzt, ja gut, Pistole ist jetzt, da brauche ich nicht vergleichen. Aber auch andere Gewehre, zum Beispiel ein Gauss-Gewehr, ein, nicht Chuchu-Gun. Handmade. Nein, ja, Handmade wiegt auch meistens relativ viel. Ne? Gleisgewehr. Gleisgewehr wiegt sehr, sehr viel. Radiumgewehr, das ist eigentlich auch eher Mittelfeld. Was sind halt alles Gewehre und die haben halt auch dementsprechend viel Gewicht. Jetzt kannst du das Gewicht endlich reduzieren. Naja, gut. Ne, das ist halt so. Gerade bei Skills ist es ja so, du kannst ja endlich sagen, okay, gut, ich tausche nur mal kurz einen Skill ein, solange ich die Punkte zur Verfügung habe. Und kann mich dann halt nochmal portfähig machen. Zwar haben, aber nicht unbedingt benutzen, weil man es ja nicht unbedingt braucht, solange man es nicht, muss, ne? Und nach dem Motto, wenn man jetzt irgendwo steht und kommt nicht weg oder so. Ja, zum Beispiel. Es ist halt so ein Haben-Skill, den sollte man eigentlich sich so mal in der Hinterhand behalten, um, ja, Notfall halt zu haben. Klar, man hat sich mittlerweile zwar, also zum Beispiel meine eine hat sich zwar mittlerweile so ein bisschen, schon drauf spezialisiert, deswegen trage ich immer meine Baggerrüstung mit, auch wenn ich mit Kommando unterwegs bin, weil meine Baggerrüstung halt sämtliche Waffen Gewichtreduzierung machen kann. Ja. Gut, das zählt halt alles mitunter. Naja, also rein theoretisch bräuchtest du jetzt dieses Stern da nicht mehr drauf haben. Rein theoretisch. Ja gut, ich komme mit der Baggerrüstung leider auf ein bisschen mehr Prozente als jetzt mit alleine dem Skill, weil der Skill macht leider nur 75%. Ja, klar. Aber wenn man jetzt nochmal bedenkt, wie viel Zeit und Mühen ich jetzt in diese kleine Bagger investiert habe und die ist noch nicht mal gut gerollt. Die ist, hat halt wirklich nur der dritte Stern passt. Der Rest ist Müll da drauf. Kammerjäger, Fanatiker, alles mögliche. Weißt du, was du meinst.
Und das hat halt schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen und auch sehr viel Farming-Arbeit. Der Skill ist 3 Level. Maximal. Und du hast ihn 100%ig. Das heißt, ich benutze zum Beispiel auf einem kleineren Char von mir. Da habe ich so eine Rüstung nicht. Schande über mich, Schande über mein Haupt. Ja, dann nutze ich den dann halt auch mal. Weil, um wirklich jetzt mal wegzukommen. Nimmt man jetzt zum Beispiel, jetzt Grubenhauer sind ja meistens eher so diejenigen, die viel Grubenhauer-Handschuhe bei haben. Nimmt man jetzt aber zum Gegen-Supermutanten. Die haben Lasergewehre, die haben Sturmgewehre, die haben Impro-Gewehre. Ja, sammel davon mal eine Weile. Und jetzt kommt man nicht irgendwo in eine Ecke, um die zu verwerten. Du kommst nicht mehr vom Fleck. Ich weiß, was du meinst. Das ist, das geht mir meistens immer so mit meinem Kleinen, weil der Kleine hat ja das, leider dieses andere nicht, dieses Zelt. Da bin ich jetzt echt froh darüber, dass ich diesen Perk nutzen kann, bestimmt. Und deswegen bin ich eigentlich relativ froh über diesen Perk. Der Perk ist top. Ja, glaube ich dir. Ja gut, ich wollte es halt nochmal ein bisschen richtig gehört haben, dass ich da irgendwie was verkehrt verstanden habe oder so. Nö, hast du alles richtig verstanden. Wie gesagt, der Perk ist top. Es ist endlich der Perk, der uns jetzt quasi noch gefehlt hat. Genauso wie der mit den... Macht so nach dem Motto. Ne, gefährlicher nicht, aber es ist halt so ein Ding, was man eigentlich so immer im Background haben sollte, aber eigentlich nicht aktiv nutzt. Ne? Weil, ja, wer packt sich den jetzt rein und nutzt ihn jetzt permanent aktiv? Also ich habe ihn jetzt nicht drin, ich habe da dann lieber sowas drin wie Reiseapotheke oder starker Rücken, der dann halt auf alles geht. Aber sollte ich jetzt, sagen wir mal, viel zu viele Gewehre, gerade mit Legendären, um für Mama Mörgel... Habe ich ihn jetzt noch mal in der Hinterhand, dann bräuchte ich jetzt noch nicht mal die Baggerrüstung rausholen. Ne? Wenn es klappt. Wenn es klappt. Klappt meistens. Naja, gut. Der Staubsauger, das ist es klar, ne? Ich kenne mich aus mit meinen Gewichtsskills und mit meinen Gewichtsrüstungen. Aber nichtsdestotrotz, ne? Genau, nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle nämlich einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.